du liebe Feenmutter, ihr wart noch nie an der Ever After High? Wow, dann haltet mal eure Kronen gut fest, denn jetzt geht's auf eine exzellente Reise. Die Ever After ist eine Highschool für die Kinder von Märchengestalten. Die Schüler sollen in die Fußstapfen ihrer Märcheneltern treten und dafür sorgen, dass die Geschichten ewig weitererzählt werden können. Doch dann, es war einmal, am Schicksalstag tat Raven Queen, Tochter der bösen Königin, das Unglaubliche. Sie weigerte sich, ihr Schicksal anzunehmen und im Buch der Märchen und Sagen zu unterschreiben. Nun stehen alle Schicksale in Frage. Es stellte sich heraus, dass das Buch, in dem Raven nicht unterschreiben wollte, eine Fälschung war. Während des Thronfestes müssen unsere Märchenfreunde das echte Buch wiederfinden. Da muss ich erwähnen, dass Briar das Buch findet und es in den Wunschbrunnen wirft, weil sie nicht in einen 100-jährigen Schlaf fallen will. Märchenhafte Wendung. Das Buch der Märchen und Sagen landet im Wunderland. Zwei lang vermisste Freunde wollen es zurückbringen. Die Grinsekatze tauscht das Buch der Märchen und Sagen jedoch heimlich gegen das Buch der Rätsel aus, das das jährliche Frühlingsfest total auf den Kopf stellt. Die Magie der Ever After High ist in Gefahr. Doch am Ende können unsere Märchenfreundinnen glücklicherweise den Fluch abwenden und die Schule retten. Jedoch bleibt Ravens Entscheidung über ihr Schicksal weiterhin ein wichtiges Thema. Und es gibt nur einen Ort, an dem eine Lösung gefunden werden kann. Im Wunderland!